Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es etwas Gesundes. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst wird der Brokkoli gewaschen und in kleine Röschen geteilt. Übrigens findet ihr jeden Freitag um 19.30 Uhr ein neues Rezept auf meinem Kanal. Anschließend wird er für 3 bis 4 Minuten kurz gekocht. Zu dem Sauerrahm kommt nun die große Prise Salz und etwas Pfeffer. Anschließend wird das Mehl und das Ei dazu gerührt. Der geriebene Parmesan kommt auch dazu. Für eure Auflaufform braucht ihr nur ein wenig flüssige Butter und Semmelbrösel. Damit fetten wir jetzt die Form ein. Wenn euch mein Rezept gefällt, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Der Brokkoli wird ordentlich abgeseiht und dann in der Auflaufform verteilt. Die Sauerrahmmischung wird gleichmäßig auf dem Brokkoli verteilt. Und zum Schluss verteilen wir den geriebenen Käse. Unser Auflauf wird nun bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 35 Minuten gebacken. Ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal. Eure Kathi.